Hey Katharina, du hast ja den neuen Laptop bekommen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Wo hast du denn den gekauft? Das war was. Ich habe ihn online bestellt und dann ist er nie angekommen. Die Firma hat aber behauptet, er ist schon angekommen und ich müsse ihn bezahlen. Dann ist mir das alles zu blöd geworden und ich habe ihn einfach im Elektronikfachgeschäft gekauft. Aber musstest du das am Ende dann bezahlen? Nein, ich habe mich etwas über Konsumentenschutz informiert, mit einer Stelle telefoniert und musste ihn am Ende nicht bezahlen. Im Konsumentenschutzgesetz ist geregelt, wer eine Konsumentin ein Konsument ist und wer nicht, beziehungsweise welche Rechte und Pflichten Konsumentinnen und Konsumenten haben. Unternehmerinnen und Unternehmer und Konsumentinnen und Konsumenten sind darin als Gegenteile definiert. Die Konsumentinnen und Konsumenten vollziehen Geschäfte, die nicht zum Betrieb eines Unternehmens gehören. Die Unternehmerinnen und Unternehmer machen genau das Gegenteil. Die Geschäfte, die zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern und Konsumentinnen und Konsumenten eingegangen werden, heißen Verbrauchergeschäfte. Das Konsumentenschutzgesetz besteht aus drei Hauptteilen: Verträge zwischen Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern, Verbandsklage und ergänzende Bestimmungen. Meinst du, dieses Gesetz kann auch helfen, wenn man auf eine Spam-Mail hineingefallen ist? Ich habe letzte Woche eine Mail bekommen, dass meine Großtante in New York meine Hilfe braucht und ich habe 200 Euro überwiesen. Und ich habe ja wirklich eine Großtante in New York. Und was soll ich jetzt machen? Oh nein, du kannst dich auf jeden Fall erkundigen, ob das Gesetz auch dazu etwas sagt oder wer dir da helfen kann. Aber für die Zukunft weißt du jetzt, wie man Spam erkennt, oder? Das Wort Spam, das wir heute für lästige Werbe-E-Mails verwenden, ist eigentlich der Name für eine Dosenfleischmarke. In den 1940ern, als in Großbritannien Nahrungsmittelknappheit herrschte, wollte man dieser mit der Verteilung von Dosenfleisch Abhilfe schaffen. Der Markt wurde aber regelrecht mit Dosenfleisch überflutet. Viele Jahre später wurde der Name dann für die Flut an Werbe-E-Mails wieder aufgegriffen. Spam gibt es nicht nur in E-Mails, sondern auch in Foren, zum Beispiel wenn Nutzer oder Nutzerinnen als Kommentar Links zu Werbungen oder Phishing-Seiten posten. Solche Posts werden normalerweise von den Moderatorinnen und Moderatoren gelöscht. Die betreffenden Userinnen und User werden meist aus dem Forum ausgeschlossen. Spam ist manchmal sehr offensichtlich, manchmal aber durchaus schwer zu erkennen. Hier ein paar Tipps. Überprüfe die Absenderin, den Absender. Ist es eine seltsame, wenig plausible E-Mail-Adresse? Kenne ich diese Adresse? Ist der Text voller Rechtschreib- und Grammatikfehler oder klingt er wie eine schlechte Übersetzung? Werde ich aufgefordert, per Mail sensible Daten preiszugeben? Ein seriöser Kundenservice würde das nicht tun. Wenn man trotzdem unsicher ist, schadet es nicht, beim Kundenservice anzurufen und nachzufragen. Wichtig ist es auch noch, dass man den Anhang von Spam-Mails auf keinen Fall öffnet und auf keine enthaltenen Links klickt, da diese Viren enthalten können.